Der Link zwischen Tier und Probe ist bereits während der Herstellung der Gewebeohrmarke zu 100% sicher hergestellt. Der maschinenlesbare Code auf der Röhrchenunterseite bildet schließlich den Schlüssel zur automatisierten Analytik. Mit der seit Jahren bewährten Universal-Ohrmarkenzange lassen sich also Caseleys Gewebeohrmarken Flexo plus Geno zur Gewinnung von Ohrstandsproben komplikationslos setzen und somit standardisiertes Probenmaterial in automationsgeeigneten Analysegefäßen gewinnen. Der Aufwand zur Integration dieses Probenformats in das Labor ist denkbar einfach. Mit einem speziellen Adapter lassen sich die Probenröhrchen im 96er-Format magazinieren. Eine spezielle Zuordnung von Proben zur jeweiligen Positionierung ist nicht notwendig. Mithilfe einer Durchlichteinheit lässt sich hier nochmals kontrollieren, dass Probenmaterial in den Röhrchen vorhanden ist. Zur besseren Visualisierung wurde hier ein probengefülltes Röhrchen zwischen ungefüllten Probengefäßen positioniert. Ein eventuell leeres Probenröhrchen kann also schon direkt beim Probeneingang identifiziert werden. Mithilfe eines Flachbettscanners und Caseleys Bildverarbeitungssoftware lassen sich alle Röhrchen eines 96er Magazins schnell und sicher eindeutig identifizieren und ihrer jeweiligen Position innerhalb des Magazins zuordnen. Der Anwender erhält über eine Farbkodierung der 96 Positionen eine schnelle Auswertung des Leseergebnisses. Sollte einmal der Code eines Probenröhrchens verschmutzt und somit nicht lesbar sein, ist die entsprechende Position rot markiert. In diesem Fall ist die manuelle Eingabe der Identität der Probe anhand der seitlich in Klarschrift aufgedruckten Probennummer möglich. Das 96er Magazin wird mit einem individuellen Barcode identifiziert, der dann den Proben auf allen 96 Positionen zugeordnet wird. Das gesamte Leseergebnis inklusive zusätzlicher Informationen über manuelle Nachträge wird in Form einer Plattenbelegungsliste als standardisierte Datei gespeichert. Der Import der probenrelevanten Daten in das Laborinformations- und Managementsystem oder direkt in den Pipettierautomaten kann also auf sehr einfache Art realisiert werden. Zur Bearbeitung werden die Ohrstandsproben nicht in neue Laborgefäße überführt. Das Reaktionsvolumen der Probenröhrchen von gut 300 Mikrolitern bietet die Möglichkeit, Pufferlösung oder andere Flüssigkeiten direkt zuzugeben. Dazu müssen die hermetisch gekapselten Proben wieder zugänglich gemacht werden. Mit der pneumatisch betätigten Standsvorrichtung werden alle 96 Proben eines Magazins in einem Arbeitsgang sicher und kontaminationsfrei geöffnet. Nach dem Öffnen der 96 Proben eines Magazins lässt sich das Standswerkzeug, das aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium aufgebaut ist, sicher dekontaminieren und somit schnell für den nächsten Einsatz vorbereiten. Das 96er Magazin entspricht in seiner Dimensionierung dem international gültigen SBS-Standard, sodass es kompatibel zu allen entsprechenden Plattformen gängiger Pipettierautomaten ist. Somit sind prozessbedingte Pipettierschritte direkt im ursprünglichen Probennahmegefäß durchführbar. Die Zugabe von Puffer in die Röhrchen, der Transport des Magazins zwischen Bearbeitungsstationen sowie die Entnahme von Teilmengen des Lysats für abschließende analytische Messungen können zuverlässig und sicher realisiert werden. Probenregistrierung und Öffnung können erfahrungsgemäß mit ca. 2000 Proben pro Stunde erfolgen. Einer Hochdurchsatzanalytik sind somit keine Grenzen gesetzt. Sollten geringere Probenmengen anfallen, lassen sich sämtliche Pipettierschritte natürlich ebenso sicher auch mit manuellen Mitteln durchführen. Die patentierte Gewebeohrmarke Flexo plus Geno ist mittlerweile international bei vielen Kunden im Einsatz. Derart gewonnene Proben werden in vielfältigen Anwendungen genutzt. DNA-Extraktion sowie Virus- oder Antikörpernachweise aus Caseleys Ohrstandsproben mittels ELISA oder PCR-Verfahren wurden bereits im großen Rahmen etabliert. Die extrem einfache und zuverlässige Art der Probengewinnung, die fälschungssichere und eindeutig identifizierbare Probenkapsel und die extrem einfache Handhabung der Proben im Feld und im Labor ergeben zusammen ein äußerst praktikables System zum Aufbau von Analysekonzepten im Hochdurchsatz, auch für Ihre Anwendung.